Ja, von Ken Jebsen kann man ja halten, was man will. Für die Rechten zu links, für die Linken zu rechts. Dann war er ja auch so komisch aufgefallen damals bei den Mahnwachen, wo, das ist ja jetzt bald 10 Jahre schon her, mit dem Pedram Schreier oder wie der hieß. Ja, und neulich hat er ja dann in Stuttgart eine Rede gehalten bei Querdenken 700 irgendwas. Das war schon ein ganz skurriler Auftritt, den er da sich geliefert hat. Erst versteckt er sich unter einer Decke hinter der Bühne, um auf Augenhöhe mit dem Publikum zu sein. Und dann, kaum ist die Rede zu Ende, zieht er sich völlig auffällig, unauffällig eine Maske an, um dann im Schutze der Decke zu seinem Auto zu gelangen. Und ja, weg war er. Da hat sich ja noch nicht mal mehr den Applaus gegeben. Ja, also ein bisschen schwer einzuordnen, die Nummer. Ich denke mal, wenn er wirklich jetzt diese Maske tragen würde, weil er Angst hat vor Corona, dann hätte er die ja auch erst im Auto, sagen wir mal, aufsetzen können, wäre zumindest unauffälliger gewesen. Also es wirkt ja fast schon ein bisschen wie, als sollte es absichtlich so doof aussehen oder so. Naja, schaut's euch einfach mal an. Ich aber spreche, verlasse ich die Bühne. Warum verlasse ich die Bühne? Weil die Zeit vorbei ist, bei der Sie die Bürger sich von oben herab vollziehen lassen müssen. Es ist die Zeit, dass wir alle miteinander auf Augenhöhe kommunizieren. Wir müssen lernen, uns wirklich gut zu hören, ohne sich doch, wenn der andere spricht, auf die eigenen Gegenargumente zu konzentrieren. Danke, Ken. Ja, ihr macht Ken, danke.